Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich. Die Baume ist ein rechter Zufluss, der kurz und halb rum in die Ardèche mündet. In seinem Verlauf bietet sie verschiedene Schwierigkeiten. Heute schauen wir uns die untere Baume von Rossier bis vor die Mündung an. Eingebuttet werden kann an verschiedenen Stellen am linken Ufer unterhalb des Wehrs in Rossier. Die erste Möglichkeit ist direkt unterhalb. Wenn man den schwierigsten Katarakt auf diesem Abschnitt vermeiden möchte, kann man auch beim Campingplatz Domaine Arleblanc einbuchen. Bis vor den Katarakt kann wenig Wasser zum Aufsitzen führen. Der Katarakt beginnt mit Felsrillen, die überspült sind. Mögliche Routen gibt es einige. Entlang dem Campingplatz gibt es längs noch einen Stein in einem Schwall, der je nach Wasserstand zu einer Walze führt, die bis Mitte des Durchflusses reicht. Ab hier ist das Bachbett nicht mehr ganz so breit, was dem Aufsitzen positiv entgegenwirkt. Der Charakter ist geprägt durch Kiesbankschwelle und flachen Zwischenstücken. Der Fluss gräbt sich immer mehr in eine Schlucht ein, welche wesentlich zu dem thermischen Vergnügen beitragen, auf diesem Abschnitt zu paddeln. In der ersten Hälfte gibt es immer wieder Schwelle, welche nahe dem Ufer auch unter runterhängenden Ästen durchführen. In der Hälfte der Strecke liegt das Künstlerdorf La Baume. Hier überquert eine niedere Bogenbrücke den Bach und das Wasser fließt durch die paar linken Bögen. In diesen Durchfahrten kann es auch sein, dass sich Treibholz verkeilt. Die Schlucht hat hier in diesem Abschnitt den landschaftlichen Höhepunkt erreicht. Ab hier sind weniger überhängendes Laubwerk eine mögliche Gefahrenquelle, sondern Prallwände, die teilweise auch unterspült sind. Bei ausreichend Wasser sollte es kein Problem sein, diese zu umfahren. Die Ausbordstelle befindet sich kurz unterhalb der nächsten Brücke auf der linken Seite. Natürlich ist auch eine Weiterfahrt möglich, aber mögliche Ausbordstellen sind rar und meistens mit dem am Ufer liegenden Campingplatz verbunden. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!